Willkommen, meine Lieben, an diesem wunderschönen heißen Tag. Ja, wir sind wieder zurück und zwar am 1. August und zum zweiten Teil von der Story. Ihr seht ja auch schon ein paar Tech-Team-Partner und ihr seht auch schon diese 10 GX-Medaillen. Wir haben uns übrigens schon einen Partner gesucht und zwar haben wir Elexis genommen. Das haben wir im Stream entschieden und im letzten Stream habe ich gezeigt, wie der DP-Cheat alles funktioniert. Und da haben wir halt die ganzen Herzen voll gemacht und haben halt die Charaktere voll gefarmt. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch keine Herzen mehr, die wir füllen müssen. Wir können da auch gerne mal bald mal gucken. Wir können übrigens auch keine Sandwiches mehr geben, glaube ich. Wir können übrigens auch kein Deck angucken von Alexis. Also geht noch nicht. Obwohl sie halt 7 Herzen hatte und so gesehen voll ist. Ja, wir können auch keinen Tag mehr ändern. Also wir können generell nichts mehr überspringen oder ähnliches. Und ja, dann gucken wir mal kurz rein, was wir denn überhaupt bekommen haben. Weil wir haben ja den ersten Part beendet. Dafür gibt es ja ein Booster Pack. Oder besser gesagt, haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Und zwar haben wir Tag Überlebenskünstler bekommen. Das haben wir schon vollständig im Stream geöffnet. Das werden wir jetzt hier auch mal kurz öffnen, dass ihr da mal kurz seht, was da alles drin ist. Ich kaufe das hier mit der Schnelltaste Tabulator und dann so Tabulator drücken und X kaufen, damit wir da alles mal schnell sehen. So, gehen wir mal kurz durch, was so da drin ist. Aber Kraft der Magie, Gemeinsam sind wir stark, bewaffneten Drachen, Kreaturentausch, Horus, Cyberstein. Ziemlich viele gute Karten. Und ja, das war schon mal so von dem Booster Pack hier. Darauf will ich noch gar nicht weiter eingehen. Für die, die es jetzt zu schnell war, ihr könnt natürlich wieder Pause drücken und Stopp halten. Und Stopp drücken. Ihr seht ja, was wir hier schon alles freigeschaltet haben. Wir haben davon noch nicht alles fertig gekauft. Vieles, aber nicht alles. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf das Deck ein, was ich heute spielen werde. Und zwar habe ich mir ein schönes Deck gebaut. Blind. Weil ich nicht weiß, was der Lexus spielt. Und ich habe es schon getestet. Von daher. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz durch und ich erkläre, wie, warum ich was gespielt habe. Halt mal, falsch sortiert. So. Und zwar, wir spielen hier eine Cyberdose, weil OP, die spielt einfach jeder fast hier. Detektieren ist halt gut, um gegen Monster rüberzukommen, über die wir sonst nicht rüberkommen würden. Oder über gefährliche Monster, die wir sonst nicht wegkriegen. Sonder Luke, weil er halt Karten mildt und weil er halt Karten von der Hand wegnimmt. Jinzo, gut gegen Fallenkarten. Dann haben wir hier einen Klangvogel. Ein Searcher, ist halt auch wieder eine Normal Summon, die wir verbrauchen. Also wir haben fast nur Normal Summons eigentlich, außer die Ritualbeschwörungen. Dann haben wir hier Mal des Glaubens, 3 Stück, weil wir haben so extreme Power Spells, da gehe ich später noch drauf ein. Manju, einfach der Searcher, der beides suchen kann. Dann ein Sangan, der uns so gut wie alles suchen kann, was wir haben wollen. Dann haben wir ein Zenyu, noch ein weiterer Sucher für die Ritualkarten. Ein Trupp im Exil, auch wieder, um was loszuwerden, was wir nicht loskriegen würden. Dann Wandlungskrug. Dann spielen wir hier 2 Demise und 2 Ruin. Die beiden können wir mit der Ende der Welt rufen. Und er kann für 2000 Life Points das Feld zerstören. Das ist so wie der Urteilsdrache. Und Ruin darf nochmal angreifen. Dann haben wir Adliger der Auslöschung auf 2. Ja, wird hier deswegen gespielt, weil sehr viele Flip-Monster gespielt werden, weil es war ja die Flip-Zeit damals. Von daher dachte ich mir, packen wir die mal rein. Dann haben wir hier Blitzeinschlag. Ja, wir müssen halt eine Karte abwerfen, aber ist halt unser zweites schwarzes Loch. Denn die 3 Dual-Spells, dann ein Schnappstahl, schwarzes Loch, 2 Heavy Storm, Pot of Greed, 2 Rotor und dann 2 als Angebot, ein TT, ein Call und 3 Waboku als Schutz. Und generell wollen wir halt mit dem Magier des Glaubens entweder die Rota oder Pot of Greed oder die Mais, nicht die Mais, Heavy Storm oder eben auch der Adlige zurückholen, je nachdem, was wir halt brauchen. Und ich denke mal, das ist ganz gut. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Regeln hier zum Turnier, weil wir kriegen nämlich immer Medaillen und wir können jetzt vor jedem Duell wetten, was wir setzen und ob wir gewinnen oder verlieren. Und dann gewinnen wir halt welche. Wir brauchen, glaube ich, 90 fürs Turnier, fürs Finale. Und ja, das ist halt so das Problem. Wir haben gerade erst 10 und wir haben auch gerade erst angefangen. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal ein bisschen duellieren. Mal gucken, wie es klappt. Ich würde sagen, wir machen heute 2 Tag-Team-Duelle.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man nur noch Tag Team machen kann. Ich würde sagen, zuerst duellieren wir uns hier gegen die beiden. Die Decks kenne ich noch gar nicht. Doch, Nova kennen wir hier schon. Also könnte sein, dass es hier ein leichter Gegner ist. Reden wir einfach mal mit denen hier. Wie die Duellanten hinter den GX-Dingern her sind. Curry. Was? Nett, dich kennenzulernen. Medaille. Okay. Ja, es wurde, glaube ich, auch noch gesagt, dass auch noch spezielle Duellgegner kommen werden. Also, so wie auch im Anime, dass da später andere noch kommen. Vielleicht Spezialgegner oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Ich habe es bisher noch nicht wirklich gespielt. Okay. Er sagt, setzen 5. Ja, würde ich auch mal sagen, wir setzen 5. Wir dürfen also nicht auswählen. Wir müssen halt gucken. Ich dachte, man darf jetzt selber auswählen, aber okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Stein. So, ich würde auch mal sagen, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen so auf das ein, was ich so erlebt habe. Und ganz ehrlich, heute war halt der heißeste Tag ever. Wir hatten halt 38 Grad. Also ich bin froh, dass ich jetzt abends mal ein bisschen was aufnehmen kann. Und heftig, ey. Zum Glück habe ich Urlaub, zum Glück muss ich nicht auf der Arbeit rumhängen, wo wir da kein klimatisiertes Klima haben. Und ja, eigentlich wollte ich auch schon die Locals-Folge aufnehmen, allerdings habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Handy wegen Huawei-Update und alles, das wisst ihr ja schon. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auch ein neues zu kaufen nächsten Monat. Also nicht schon wieder, aber es ist jetzt 3 Jahre alt. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, was es so alles gibt. Das, was ich mir kaufen werde, werde ich euch unten verlinken. Ob ich dazu ein spezielles Video mache, keine Ahnung. Ich habe jetzt vielleicht irgendwann mal ein Kanal-Update. Und hier kämpft gerade eine DD Warrior Lady gegen eine DD Warrior Lady. Ja, okay. Kann passieren. Und ja, das ist so die erste Sache. Die zweite Sache ist halt, ich habe dann auch bei Mediamarkt mal geguckt, was so ein Luftkühler kostet, weil ganz ehrlich, ich werde hier. Also, ich wohne ja schon eine Weile hier in der Wohnung. Und gut, ich muss mal dazu sagen, ich habe jetzt dieses halbe Jahr schon ein bisschen Geld verdient durch die Arbeitsgelegenheit. Vielleicht erzähle ich darüber auch mal ein bisschen mehr. Und die waren jetzt, weiß ich nicht, bei Mediamarkt gerade so im Angebot und so. Und ja, ich habe mir halt schon ständig Videos darüber angeguckt, dachte mir, komm, kaufst du dir mal eben so ein Ding. Ich hatte auch diesen kleinen Luftkühler-Box hier, die dann nach einmal mitnehmen zur Arbeit abgekackt ist, wo ich mir auch dachte, ja, einmal und nie wieder. Aber so viel dazu. Ich würde sagen, wir werden nur den Heavy Storm machen, weil ich traue den beiden verdeckten Karten da nicht so wirklich. Was lag denn da Schönes? Okay. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir erstmal die Router. Und ich will jetzt erstmal keinen Ritual-Stuff suchen, sondern ich will den Sonser Luke haben. Und will, dass der eine Handkarte abwirft, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, es ist besser. Dann haben wir wieder ein bisschen Handkartenkontrolle, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist so viel dazu. Ich hatte jetzt übrigens die Woche. Ja, wenn ihr das Video seht, ist die Woche fast vorbei. Hatte ich ja von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Urlaub. So musste ich also nur Montag und Freitag arbeiten. Was ja ganz spannend war, weil ich meine, es war ja letztes Mal ein Urlaubstag. Ich hatte 1 Stunde am Dienstag genommen am 25., weil meine Mutter da Geburtstag hatte und da haben wir auch viel gelabert und viel gegessen und alles. Und da hatte ich mir überlegt, die letzten 2 Urlaubstage hast du auch noch. Eigentlich hast du genug und dachte mir so, ja, ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen hier aufnehmen etc. Und auch mal ein bisschen rumtesten, ein bisschen andere Sachen machen, ein bisschen zocken etc. Ist ja nicht schlecht, wenn man mal sowas mal hat. Und wie gesagt, die Maßnahme, die Arbeitsgelegenheit war dann eh kurz vor Ende. Und ja. So, der Ritter darf erstmal schön in die Dings reinrennen. In die Lakuretsu-Rüstung, da haben wir die Mais. Ich muss mir jetzt mal kurz durchlesen. Und ja, du suchst mir ein Ritual-Spell. Ich würde jetzt eigentlich ungern meinen Jinso dafür opfern, für die Mais. Aber wir haben es ja schon mal auf der Hand. Also. Kann ich dich denn überhaupt fertig machen? 3000 und 54, die würden nicht reichen. Nee, dann lasse ich das erstmal. Ich meine, wir haben Blitzeinschlag und wir haben die Mais, also wir können auf jeden Fall mit allem fertig werden. So. Ja, das war es schon so, weil ich erzählen wollte. Deswegen können wir uns jetzt hier auf das Duell
konzentrieren. Und ja, ich würde euch auch gerne mal das Deck von Alexis zeigen, allerdings kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, wie man hier das Deck von ihr ansehen kann. Aber ich glaube, man muss ja 10 Mal besiegen, dann kann man das Deck sehen. Aber wir haben ja noch mehr als genug Folgen. Jetzt holt er hier einen flinken Momonga raus, okay. Kreaturentausch. Ja, ich gebe dir meinen Sonic Bird. War klar, dass er jetzt den nimmt, weil wir jetzt Lebenspunkte haben und jetzt kriegt er nochmal 2 wieder und kriegt dann nochmal 2000 Life Points. Aber die kriegt er jetzt auf sein Feld. Selbst wenn die jetzt in Angriffsposition kommen könnten, würde er nicht genug Schaden machen. Aber eigentlich recht gut, dass ich mir den Blitz einschlag und den Demise aufgehoben habe, weil so können wir nächste Runde wenigstens gleich alles zerstören, ohne dass der Gegner wieder Life Points dazu bekommt. So, wir kriegen noch ein paar Life Points durch Schnappstahl. Okay, die flippt er. Gut, wenn er jetzt noch ein Monster normal, dann kriegen wir. Ne, tut er nicht. Dann kriegen wir ordentlich Schaden, aber sie hat einen 1,8er Def hingelegt. Von daher ganz super. Und letztes Angebot. So. Dann würde ich sagen. Ja, wir machen es einfach stylisch. Wir machen so, wie wir es machen wollen. Mit hier die Mais und werden die beiden dafür opfern. Achso, ich hätte Jinzo dafür gar nicht opfern können. Okay, ich muss also 2 oder mehr. Gut, dann mache ich deinen Effekt. So, dann zerstören wir alles. Ja, er hat ja so, könnt ihr gerne machen. Kannst auch eine Karte ziehen. So. Dann. Oh, da ist zerstört. Den Blitzeinschlag setze ich schon mal. Und den letzten Angebot auch. Damit Alexis die nutzen kann, falls sie die braucht. Denke ich eher weniger, aber schauen wir mal. So. Ich hoffe, man hört übrigens meine neue Tastatur nicht. Ich habe mir nämlich die geholt, die im realen Angebot ist. Und die gefällt mir halt echt gut. Vor allem auch, weil es eine RGB-Tastatur ist. Aber gut, die Farben kannst du jetzt nicht einstellen, wie sie leuchtet. Oder wie sie leuchten soll. War mir jetzt in dem Moment aber auch egal, weil ich meine, die war ein Zehner günstiger als die, die ich mir bei Amazon hätte bestellen würde. Und mit der zu schreiben macht übrigens echt viel Spaß. Verlinke ich euch natürlich alles. Aber jetzt mal genug von dem, was ich mir gekauft habe. Gucken wir uns erstmal hier das Duell weiterhin an und schauen, was wir noch so machen. Okay, du machst erstmal die Mais-Effekt. Gut. Norm jetzt die und dann greifst du die an. Okay, gut. Ja, dann werden wir auch schon gegen Zane und Cyrus uns duellieren. Ja, mal schauen, wie stark die beiden sind. Ich wurde geschlagen. Geben. Spiel irgendwann wieder. Ja, gerne. Und jetzt sind die weg, okay. Sind die jetzt ganz weg von der Karte? Also, ich weiß jetzt nicht, ob die nochmal auftauchen oder ob die jetzt einfach nur weg sind, weil wir sie besiegt haben. Oder weil sie dann verloren haben, weil sie keine Medaillen mehr haben. Aber schauen wir mal. Übrigens, falls wir keine Medaillen mehr haben, falls wir keine Medaillen mehr haben sollten, dann können wir zu Kanzler Shepard gehen und uns das Neue holen. Ja, klar, wenn wir uns duellieren hier. Also, her damit. So. Also eigentlich will ich 10 setzen, aber ich darf ja nicht. Wenn ich jetzt Nein mache, verstehe. Okay. Wie wär's mit 2? Ah, okay, man muss also immer denjenigen ansprechen. Und der eine bietet dann mehr, der andere weniger. Okay. Das hängt wahrscheinlich auch von der Stärke vom Duellanten ab oder von dem Haus. Weiß ich jetzt allerdings nicht. Gut, so viel wissen wir jetzt also auch schon. Dann gucken wir mal, was die beiden spielen. Ich denke mal, Cyberdrachen und Royd. Aber kann ja auch sein, dass die auch andere Decks bekommen haben oder so ein bisschen mehr Support. Zusammen und neuer Mechadrache. Okay. Und der nächste spielt hier der Reigen. Okay. Ich glaube, die Deckliste von ihr kenne ich noch gar nicht. Gut. So. Ja, Alexis hat gar nicht mal so eine schlechte Hand. Die Dimensionsmauer gefällt mir auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall recht gut. Der Mist ist auch nicht so schlecht. Hätte ich jetzt aber vielleicht noch nicht gesettet, aber okay. Man weiß ja nie, was die Gegner so spielen.
Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Adligen der Auslöschung, falls es ein Flipmonster oder ähnliches ist. Man weiß ja nie. Okay, das ist ein Petroid. Okay, war jetzt also nicht so gefährlich. Den MSC würde ich jetzt ungerne verschwenden. Ich würde auch sagen, dass wir erstmal den Magier des Glaubens setten. Und den TT lassen wir auch noch auf der Hand. Weil ich würde halt doch den Adligen gerne nochmal einsetzen. Rechte nachspeisen, okay. Eben wegen Flipmonstern. Ich meine, falls da mal eine unerwartete Dings liegt, eine Morphing Jar oder eine Cyberdose oder ähnliches, könnte das schon sehr gefährlich werden. So, ihr seht, wir haben hier auch einen kleinen Bug, dass wir da immer so ein Filter gezeigt werden. Dann werde ich nicht rausschneiden, aber gut, damit muss man wissen. Mal gucken, was der Lexus so nachzieht. Zurückgezwungen. Okay, ich weiß gar nicht, was die Karte überhaupt macht. Müssen wir uns demnächst mal angucken, falls sie die settet. Und da liegt schon die Cyberdose. Okay, gut, das könnte jetzt natürlich ein bisschen gefährlich werden, aber schauen wir mal. Da haben wir eine ETU-Cyber. Eine DD Warrior Lady. Ein Path of Greed, Schnappstahl und die da. Okay. Oh, Zane zieht richtig viel. Also Superfusion, Regeki-Brecher, Pot of Greed und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht gesehen habe. Das könnte heftig werden, aber ich bin vor Zane dran. Schauen wir mal. Und dann Petroid kann er jetzt einfach ein bisschen scouten, aber gut. Ja, natürlich macht die beiden schlechten Karten gegeneinander. Also zurückgezwungen holt halt das Monster wieder zurück auf die Hand und die Dings negiert, aber verdeckt eben nochmal. Was ja einfach nur schlecht ist. Aber okay. So, du greifst die an. Okay. Jetzt noch ein Manu. Okay, ich kann gar nicht mal so viel machen. Den TT hätte ich aber schon gerne verdeckt. Die Zukunftsfusion können wir ja mit dem MST gleich zerstören, falls der kommt. Ich hätte auch gerne den Demise. Aber ansonsten stehen wir eigentlich relativ gut da. Bin ich jetzt meiner Meinung. Außer da liegt jetzt irgendeine verdeckte Karte, die jetzt. Ja, Spiegelkraft oder ähnliches heißt. Aber schauen wir mal. Okay. So, dann nimmt der erstmal ein bisschen Schaden. Ruf der Gejagten. Das ist Petroid. Okay, da kann ich entweder Double Kill machen oder einfach nochmal abbrechen. Aber ich würde sagen, da brechen wir einfach ab. Und dann darfst du nochmal angreifen. So. Da haben wir schon mal 2000 Life Points Unterschied. Effekt will ich nicht haben. Und Zane hat übelst viele Handkarten. Kraftbinder, ach du Scheiße. Okay, ja, kannst du machen. Das können wir mit zurückgezwungen, glaube ich, gleich wieder zurück auf die Hand schicken. Oder? Ne, können wir nicht, okay. Ich würde sagen, ich warte noch ab, weil den TT will ich mir, glaube ich, noch sparen, oder? Ja, notfalls haben wir die Dimensionsmauer. Okay. Die Zukunftsfusion, die würde ich jetzt doch gerne mit MST zerstören, weil die ist sehr gefährlich. Vor allem, wenn er noch. Ah, fuck! Falsch gewählt. Missplay. Ja, weil er immer zuerst deine eigenen Karten wählt, ist halt blöd. Hätte ich jetzt ein bisschen langsamer machen müssen, aber egal. Jetzt haben wir Enddrache, da liegt jetzt zwei Cyberdrachen auf dem Friedhof. Pot of Greed. Neue Zukunftsfusion. Ach du Scheiße. Was kommt da jetzt? Du kannst dir das Deck deines Gegners ansehen. Und warum spielst du die dann? Okay. Ich würde sagen, darauf machen wir mal Dimensionsmauer, weil der hat E5-2. Und das sollte dann an uns gehen, oder? Ja, so 4000 Schaden. Das war doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kriegst du den Schaden vom Kraftbündnis noch und dann war's das.
Ja, tut mir leid, Xenosiris, aber ja, da habt ihr wohl nicht ganz so gut gespielt. Aber war natürlich auch schwer. Ich meine, Tag Team ist immer ein bisschen schwerer als normales Duell. Das war ein gutes Duell. Hier, das gehört dir. Nächstes Mal verlieren wir nicht. So, ich glaube, mit Alexis können wir auch nicht reden, oder? Ich glaube jedenfalls nicht. Nee, können wir nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns die nächsten Medaillen holen. Natürlich auch eventuell mit einem anderen Deck. Müssen wir mal gucken. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Livestream. Haut rein, euer Luffy. Ciao.